Willkommen in meiner Heimatstadt, willkommen im wunderschönen Magdeburg und willkommen in unserer ersten Ferienwohnung, unser erstes Baby, was wir hier entwickelt haben. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, was die Wohnung besonders macht und was wir draus gemacht haben vor allen Dingen, was die Highlights dieser Wohnung sind. Wir sind jetzt hier im Schlafzimmer und das ist für mich persönlich das Highlight der Wohnung. Wir haben hohe Decken und dieses Himmelbett passt hier perfekt rein. Durch diese fast gefühlt 3,50 Meter Deckenhöhe haben wir wirklich das Beste draus gemacht. Auch mit der Lampe in der Mitte, diese Farben, diese Bilder, also von den Gästen super Resonanzen. Top-Qualität, was das Bett angeht. Das heißt, das Schlafniveau ist hier sehr gut. Das ist das Wohnzimmer. Wie gesagt, das ist eine Zweiraumwohnung und wir haben ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. Und wir haben überlegt, was machen wir jetzt aus dem Wohnzimmer? Als Alternative zur Schlafcouch ist unser Schrankbett. Wir haben lange überlegt, was machen wir, weil wir mögen überhaupt keine Schlafcouch. Und diese Alternative ist das Beste, was man nehmen kann. Und zwar drückt man hier drauf. Und man braucht bloß dran ziehen und zieht das Teil runter. Und voilà, da ist es. Das ist die Küche mit angrenzendem Balkon, wo die Leute dann halt im Sommer draußen sitzen können oder ihre Zigarette rauchen können. Deswegen haben wir eigentlich auch Fokuswohnung mit Balkon. Ja. Wir haben das Bestmögliche gemacht, eine schöne Küchenzeile mit einem großen Vintage-Kühlschrank, was den ganzen Raum so ein bisschen aufwertet. Das Highlight der Küche ist natürlich diese Ecke hier, unsere Kaffeebar mit Starter-Set an Kaffee, alles was man so braucht. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wir sind hier im Bad. Was machen wir aus dem Bad? Wir haben also das Bestmöglichste rausgeholt, indem wir die Fliesen gestrichen haben. Ja, wir haben eine Wanne und haben das daraus gezaubert. Unsere Gäste werden verwöhnt mit Duschbad-Shampoo und auch für die Hände ist alles da. Handtücher wird alles gestellt, Toilettenpapier, also dass die Leute sich da gar nicht drum kümmern müssen. Wir haben Föhn, wir haben ein Glätteisen, Waschmaschine. Es ist alles vor Ort. Wir haben auch zwei Lichter, dass die Frauen sich gut im Spiegel betrachten können. Also in dem Sinne haben wir eigentlich an alles gedacht und das Beste aus dieser Nasszelle rausgeholt.